Ja, wir haben jetzt halt niemanden, der hier festchecken kann. Aha. Ja, die machen den einfach, weil niemand festchecken kann. Und wir können auch einfach nicht reinrennen, wenn Malphite dann hinter uns ist. Also okay, immerhin ist es nicht Seele für die. Tibbers hinschicken ist niemals worth it, ne. Also dafür zu ulten, nein, nein, nein. Wir hätten halt ein Blue Trinket gebraucht, aber unsere Carries sind beide noch auf Yellow Trinket. Und ein Blue reicht natürlich nicht. Die Kaiser muss ich jetzt nur zusammenreißen, weil sie ja nur den coolen Refund bekommt auf ihrem W-Spell, wenn sie ihn auch hittet. Scheiße, ich hab den Stun gemisst. Ah, ich hab getrollt, ich hab den Stun gemisst, aber es mattert nicht. Der Vladimir ist einfach zu strong und der Lee Sin auch, wir killen ihn nicht. So, also ich habe auch wirklich schlecht gespielt, das Game. Aber die Kaiser hat uns 20 Minuten lang 4 gegen 5 spielen lassen. Und das Spotlight-Match war auch rough. Ja. War nicht unser Game. Wurde leider von den Nico bei dem Game auch komplett gehopst. Der Vladimir Zone ist halt zu zweit komplett raus, ich komme da nicht hinterher. Und es ist zwar geil, dass Silas da den Engage findet auf den Varus, aber der Varus ist halt useless. Das ist ein Lethality Varus in der 30. Minute, der macht halt nichts mehr. Ich meine, es ist nice, wenn wir den sofort one-hitten, aber es ist halt kein Priority-Target. Es wäre legit besser gewesen, wenn der die Nico one-hittet, aber die kann er nicht one-hitten, weil die Sonias hat. Ich wollte die Tierlist machen. True, das lenkt auch kurz ab. Also, ihr wollt eine Support-Tierlist, oder was? Ich muss mal eine finden. Gibt's die überhaupt schon mit Milio drinnen? Gibt's überhaupt Milio schon? League of Legends Champs. Bist du mit All? Nee, ich spiele mit Chat Disabled. Gibt es sie mit Milio? Gibt es eigentlich einen übersichtlichen Timetable zur Kaktus, wann was in den O macht? Und wie viel, das Finale ist am Freitag um 15 Uhr und Samstag weiß ich ehrlich gesagt die Uhr nicht genau. Die Uhrzeit nicht genau. Ich glaube, ab 11 Uhr machen wir unser Pen and Paper. Irgendwie um die Mittagszeit. Aber da bin ich mir nicht sicher. Aber auf alle Fälle, das Finale des Community Clashes startet am Freitag um 15 Uhr. Das geht von 15 bis 18 Uhr. Das ist ein Best of 3. Und am Samstag ist dann irgendwann. Es wird dann auch noch, das war glaube ich noch nicht announced, wo, aber es wird auch noch eine Signing-Session auch noch wieder geben. Kein Ding. Ich hab euch. So, okay. Oh Gott, das sind komplett falsche Bildchen. Ey, hier wird Milio nirgends dabei sein. Was ist denn der neueste Supporter, also außer Milio, Renata, oder? Ist die hier drin? Wo ist denn R? Ramos. Rell. Nee, hier ist nicht mal Renata drinnen. League of Legends All Champs 2023. Fuck you, hell racist. What the? Was ist? Ah, die, hier sind auch die Icons, sieht da kacke. Wir finden eine gute. Oh, warte mal. Ey, ich glaube, die habe ich schon mal benutzt. Aber hier gibt es auch keine Renate. Ah. Ja gut, ich meine, Milio können wir auch erstmal rauslassen. Aber Renata wäre halt schon gut. League of Legends Female Champs. Warum bräuchte man eine Liste nur mit Female Champs? Whatever. Schauen wir nicht rein. Season 13. Aber, ja okay, wir machen es mit den
ekligen Icons. Ah, die sind nicht sortiert. In meiner sind alle drin. Du fucking Maschine. Danke dir, Pleb. Vielen, vielen Dank. Okay. Wie machen wir das Intro? Was habe ich denn früher am Anfang der Tierlist gesagt? Hallo YouTube! Twitch-Chat sagt man alle Hallo. Sagt man Hallo zu YouTube, weil die wird dann auch auf YouTube kommen, damit wir ein Command draus machen können. Bitte einmal Hallo YouTube. Und, Dankeschön, Twitch-Chat. Ehren, Twitch-Chat. Okay, also das Ding ist, diese Tierliste ist nicht narrensicher. Manche Picks werden sich auch von Elo zu Elo unterscheiden. Manche, zum Beispiel sowas wie Nami, ist auch sehr mit dem Lane-Partner abhängig. Das ADC-Matchup spielt auch immer eine Rolle. Wir machen das jetzt einfach mal ganz grob. Das Erste, was mir dazu einfällt, das ist jetzt keine High-Elo-Liste, das ist auch ein bisschen so für Low-Elos auch mit einbezogen. Und wir hüpfen jetzt einfach mal rein. Alistar. Wurde in den letzten Wochen immer wieder gebufft. Wird auch nächste Woche sogar nochmal gebufft. Bin ich kein Fan von. Ich habe den jetzt random in den C reingeworfen. Und ich würde ihn sogar in C lassen, wenn nicht sogar eher D-Tier. Weil das große Problem, das Alistar hat, ist, dass Thresh momentan einer der besten Supporter ist. Und das Thresh-Matchup ist nicht gut. Renate existiert auch. Braum ist extrem stark. Er hat einfach sehr gute Counterpicks, die alle momentan besser sind als er. Annie ist straight up S-Tier. Mit Annie habe ich auch auf dem Kanickel-Account die meiste Elo gemacht. Annie ist komplett broken. Wird nächste Woche genervt. Wird immer noch S-Tier danach sein. Can recommend. Dann eine Frage, die ich auch oft im Twitch-Chat lese, ist, wie es mit Ashe-Support aussieht. Ashe-Support wurde selbst genervt. Ihre Support-Items wurden genervt. Und die Bot-Meta hat sich geschiftet. Aus dem Grund würde ich persönlich keine Ashe-Support mehr spielen. Milio wurde auch released. Du willst auch Ashe nicht into Milio spielen, weil der cleanst einfach alle deine Arrows weg. Klar, der Arrow hat viel weniger Cooldown als die Milio-Ult. Aber ich denke, dass legit, also, ich glaube, in Lower Elos, wo die Games länger gehen, kann sie noch fein sein, aber höher als B würde ich sie nicht mehr placen. Ich gehe sie jetzt einfach alphabetisch durch an den Twitcher jetzt hier. Amumu. Amumu hat sehr extremst gelitten unter den Sonias-Nerfs. Sonias wurde von ein paar Patches, haben sie die Kosten angehoben, dafür gibt Sonias auch mehr Sets, aber das war so ein bisschen der Genickbruch für Amumu. Amumu ist for sure besser als Alistar und man kann mit Amumu immer noch sehr gut Games carryen. Actually, wir haben gesagt, wir ziehen auch. Also A-Tier will ich ihn nicht placen. Oder will ich ihn A-Tier placen? Also in High Elo ist er nicht mehr so viable. Und ich glaube, mehr als B würde ich ihn auch nicht packen. Also der Item-Build ist immer noch Even Shroud into Sonias. Oder andersrum, je nachdem wie das Game läuft. Auch wenn der Sonias jetzt teuer ist. Man kann damit Games carryen, ihr habt den 10 Teamfight, aber. Ja, er wurde einfach ein paar Mal genervt und der Sonias-Nerf tut auch einfach weh. Bart. Bart ist auch sehr schwierig. Ich empfehle keinem Neueinsteiger, Bart anfangen zu mainen und sofort Resultate zu erwarten. Bart ist einer der schwierigsten Supports, die wir haben. Ist auch nicht so ganz im Saft momentan. Rakan macht einfach alles, was Bart macht, nur in besser. Okay, die Aussage schmilzt nicht ganz. Aber Bart hat schon immer noch die besten Roams. Aber Botlane ist sehr, sehr wichtig, die ADCs sind sehr, sehr wichtig, die Early Dragons sind sehr, sehr wichtig. Und deswegen willst du eigentlich gar nicht so woanders sein außer Botlane. Aber wenn man ihn spielen kann, ist der Typ immer noch eine fucking Carry-Maschine. Ah, er ist for sure besser als Amumu und Ashe. Deswegen tun wir ihn jetzt mal in A, aber das ist mit Vorsicht zu genießen. Grüße, Raiders. Blitzcrank, bin ich big Fan. Also, in higher Elo ist es ein extremer Conflict-Champion, aber low Elo can fucking recommend. Fast, also, traut euch. Blitzcrank ist wirklich gut. Denkt dran, eine Träne zu kaufen. Also, die Blitzcrank-Mana kosten zu torrent. Einfach auf dem ersten, zweiten Bag, ersten Bag würde ich Boots kaufen, auf dem zweiten Bag einfach eine Träne kaufen und die da liegen lassen, nicht ausbauen. Ich bin big Fan Blitzcrank. Blitzcrank kann Rakan shutdownen, sowohl in Lane als auch in Teamfights, was nicht viele können, weil du wirklich, du hast Hook, E und den Silence auf der Ulti. Du kannst mit Targets sehr hart Perma-CC'en. Blitzcrank bin ich big Fan und ich würde den auch S hier packen. In Master, Grandmaster würde ich ihn nicht S hier packen, bevor das jetzt wieder ankommt. Warum spielst du dann selber keinen Blitzcrank? Aber in niedriger Elo, can recommend. Brand. Ja, die ganzen Mage-Supporter, das ist immer so eine Sache. Ich hoffe, Elchi ist nicht mehr hier. Wenn wir jetzt rein im Elo-Bereich Iron bis Gold. B
bin ich großer Fan von Mage-Supportern. Okay, okay, warte, okay, wir machen das jetzt, wir machen jetzt eine Lower-Elo-Tierliste raus, okay? Wir sagen jetzt, die Tierliste ist von Iron bis Diamond. Und dann würde ich legit Brand A-Tier. Die ganzen Mage-Supporter sind richtig, richtig nice in niedrigen Elos. Und dann packen wir Bard auch nur B-Tier. Weil Bard sollte man, glaube ich, wirklich nicht spielen, weil man nicht so wirklich versteht, wie Roams funktionieren und wie du Roams utilizest, wann Roam das, wann nicht. Dann würde ich einfach keinen Bard spielen. Braum. Jetzt wieder ganz großes Ausrufezeichen. Braum ist insanely stark momentan. Der ist auch wirklich komplett overbufft worden. Aber Braum ist nur insanely stark in andere Melee-Supporter rein. Braum hard-countert Nautilus, Alistar, Leona, was weiß ich, Galio. Alles, was irgendwie Melee rein muss, ist ein gefundenes Fressen für Braum. Aber gegen alles, was Range ist, ist Braum unplayable. Das ist die Faustregel. Das ist Braum into Melee-Supports, S-Tier, Braum into Range-Supports, D-Tier. Deswegen ist der Boy ein bisschen schwierig zu raten und ich würde ihn jetzt einfach B-Tier packen, weil Braum auch noch die Schwachstelle hat, dass du halt selbst nichts forcen kannst. Du bist halt sehr teamabhängig, weil du kein Engage hast als Melee-Support. Okay. Wo sind wir als nächstes? Heimerdinger nehme ich jetzt nur mit rein, weil er jetzt Meta war. Heimerdinger wurde individuell genervt und dann ähnliches auch wie bei Ashe. Die Meta hat sich einfach geschiftet auf Portlane. Ich bin überhaupt kein Heimerdinger-Fan mehr von. Weil zum Beispiel, wenn ich mir denke, du musst Heimerdinger gegen Annie lanen, hast du als Heimerdinger keinen Spaß, weil die Annie Q auf deinen Turrets resettet und die Auto-Attack-Range von Annie dich einfach komplett rausbullied. Also ich bin kein Heimerdinger-Fan mehr. Ich würde ihn einfach nicht mehr spielen. Und deswegen, damit niemand auf dumme Gedanken kommt, tue ich ihn auch nicht in die Liste. Aber ihr habt meinen Take dazu gehört. Genau. Finde ich reasonable. Janna. Janna hat immer noch eine sehr solide Winrate. Enchanter sowieso mega geil momentan mit den Meta-ADCs. Was weiß ich, Ciri, Twitch, Sivir, Zaya, wie sie alle heißen, Tristana. Janna, ein mega solider Pick. Muss man auch einigermaßen gut spielen können, damit man sein ADC nicht 1 gegen 2 landen lässt. Aber ich persönlich, gerade für Lower Elos, bin Janna-Fan. Mit Glacial Augment, mit Ulti, mit Moonstone. Wir haben vorhin das OPG von Apo gesehen. Der spielt jedes Game Moonstone, kurz als Randinformation. Kannst du der Gott der Teamfights werden. Also bin ich Fan von. Würde ich recommenden. Wer ist der Nächste? Wo sind wir? Karma. Karma haben wir vorhin gesehen. Es hat mittlerweile eine negative Winrate in Solo-Queue. Hat extrem gelitten. Im letzten Jahr wurde immer wieder genervt. Und jetzt kam dann einmal nochmal zurück, als Radiant Virtue so broken war. Mittlerweile Radiant Virtue genervt. Karma, nix gut mehr. Auch in der Range-Support-Meta. Jeder andere Range-Support scaled einfach besser als sie. Und sie hat auch diese extrem starke Lane, hat sie auch nicht mehr. Also, sie ist immer noch gut und man kann sie immer noch gut picken. Aber es gibt einfach Champions, die dasselbe machen wie sie, nur in besser. So. Who's next? Also wenn ich irgendwas übersehen habe, wir sehen gleich noch. Leona. Leona hat ein ähnliches Problem wie Alistar. Wobei, ich glaube, Leona ist Alistar in gut, aber sie hat dieselben Probleme, dass einfach zu viele Counterpicks zu gut momentan sind. Rakan hat ein Field Day gegen dich. Gegen Thresh kannst du basically das Game nicht spielen. Braum existiert. Du hast so viele harte Matchups. Janna ist auch ein Leona-Hardcounter. Leona ist besser als Alistar, aber immer noch nicht gut. Ich glaube, gerade in Lower Elos, wo viel Clown Fierce ist, ist sie immer noch ganz nice, weil du einfach mit deinem CC um dich werfen kannst. Aber overall kein Fan. So, Lux. Ich meine, das ist stellvertretend mit allen Mage-Supportern. Ich würde sogar, Lux Caitlyn war einer der besten Botlanes. Lux Caitlyn ist auch immer noch sehr, sehr stark. Wenn ihr Lux spielen könnt, go for it. Genau, Lulu. Ist auch einer der eher schwächeren Enchanter. Kann gut sein mit Twitch, mit Ciri ist es auch relativ decent. Aber overall hast du einfach keinen Spaß gegen die Mage-Supporter, weil du outranged wirst. Und ich weiß nicht. Lulu ist es einfach momentan nicht. Ich kann das auch nicht weiter begründen. Schaut selbst auf die Statistikseite nach. Lulu hat keine guten Winrates. Sie wird einfach von vielen Champions zu hart gebullied in Lane und ja, ist es einfach nicht. Ich weiß nicht. Die Teamfights sind auch nicht mehr so cracked. Milio. Wenn wir beim neuesten Champion angekommen, bin ich mir auch noch nicht sicher, wo ich ihn raten soll. Wenn wir das jetzt in Betracht ziehen, dass wir hier eine Lower-Elo-Tierlist machen.
Er hat ein bisschen Skill-Expression. Seine Ulti muss man den CC gut timen. Wenn man die Ultimate bloß nutzt, um Teammates zu heilen, spielt man ihn definitiv falsch, weil seine Ulti nicht so viel heilt. Ich glaube, in niedriger Elo, wo auch die ADCs nicht wissen, wie man jetzt wirklich perfekt die Range abused von dem W-Spell. Und du auch nicht gut genug bist, weil das Geile an Melio ist, dass sein Q-Spell basically jeden Engage countert. Ne, Leona zieht sich nicht ran, ein Alistar kommt nicht ran, Nautilus wird gecancelt im Hook, du kannst Jarvan EQ-Combo dodgen, aber ich glaube, all das können low Elo Supports nicht und deswegen würde ich ihn jetzt in Anführungszeichen nur in Arthia lassen. Wenn du deine 1-2 Items mit ihm bekommst, ist der Typ extrem stark, aber er hat eine schwache Lane und Skill Expression. Deswegen wäre ich mit Melio an sich jetzt erstmal vorsichtig. Morgana ist C-Tier, Morgana ist auf einem Level mit Alistar. Der Champion ist einfach outdated, der Champion bräuchte den Rework, du kannst ihn nur picken, wenn du wirklich Counterpick hast. Morgana Blindpick ist ja tot. Du kannst Morgana nur in so Sachen spielen wie Thresh, Leona und auch da ist es schwierig, auch da kannst du outplayed werden. Morgana ist es einfach nicht. Morgana ist einfach kein guter Champion, es gibt kein Mythic, das wirklich für sie gemacht ist auf Support. Ich würde die Finger von Morgana lassen. Auch wenn ihr sie in Loyal, könnt ihr sie Full AP spielen. Aber wenn ihr Full AP spielen wollt, dann spielt einfach Brand oder Annie und ihr seid tausendmal nützlicher. Okay. Rell. Rell ist overall eigentlich schon sehr gut. Sie hat eine gute Winrate, sie hat insane gute Teamfights. Aber du wirst halt in Lane hart. Erstens hat sie hohe Skill Expression, sie sind nicht leicht zu spielen. Du musst die Flash-Ult-Kombo muss man können. Und du hast Matchups, die sind sehr rough für dich. Janna hat counter dich, Thresh hat counter dich, Braum hat auch ein Field Day gegen dich. Oder was ist kein Field Day, aber ne, Braum in Melee Support. Deswegen würde ich Rell auch nur B. Gerade wenn wir jetzt auch dran denken, dass wir ein bisschen Low Elo, wenn wir gerade ein bisschen mehr Low Elo Tiers abklappern, bin ich auch kein Fan von Rell. Würde ich eher bei den leichteren Sachen bleiben. Renata. Renata ist auch schwer zu raten. Ich spiele Renata so gerne, momentan ist sie wirklich nicht gut. Du machst halt einfach nichts gegen ganzen Range-Supporter. Du bist als Enchanter, ist Renata auch nicht gut genug. Andere Enchanter bringen da einfach mehr Supporte. Renata will eigentlich auch gegen Hardengage spielen. Du willst mit deiner Q Leute canceln können, du willst das Enemy-Team in dich reinspielen lassen, damit du dann eine gute Ulti bekommst. Und all das ist halt gerade Botlane nicht wirklich Meta. Renata gegen Rakan ist ein feines Matchup. Aber gefühlt macht Rakan einfach zu viel und zu schnell, als dass du ihn in Teamfights noch in Check halten kannst. Also Renata ist sehr situativ, die kann auch A-Tier sein, aber all in all kein Fan. Schmeiß doch halt gleich alles in B. Ey, wenn dir die Tierliste nicht gefällt, dann geh wieder. So, ich meine, es zwingt dich ja keiner hier zu sein, wenn dir das Zeug nicht gefällt. Ich meine, wenn ich kritischer wäre, dann würde ich jetzt auch sagen, für Low Elo, Rell ist C-Tier, Renata ist C-Tier, wenn euch das besser gefällt. Einfach weil die zu schwer sind und das sind nur so Nischenpicks. Aber dann müssen wir so machen. Wenn ihr es mehr aufgesplittet haben wollt, dann machen wir so, wenn euch das lieber ist. Actually, aber warte mal ganz kurz, lass mich kurz überlegen, wie ich die untereinander noch raten würde. Ja, okay, das gefällt mir besser. Aber ist Leona dann wirklich noch B-Tier? Ich glaube in Low Elo ja, weil Leona ist nicht schwer zu spielen. Actually, von mir aus können wir es so lassen. Nee, E und F-Tier brauchen wir nicht machen, das reicht. Wir utilizen das D-Tier, dann sieht's besser aus. Maybe Alistar nach den Buffs, nee, aber Alistar ist auch schwerer zu spielen. Nee, so bin ich nicht ganz zufrieden damit. Nami, Lucian Nami, gerade wenn ihr Duo queued, stimmt, ihr könnt ja noch alle Duo queuen. Wenn ihr Duo queued, würde ich Lucian Nami A-Tier setzen, by the way. Nami generell ist nicht so schlecht. Du kannst, Nami in der Nickface kann definitiv mit Mages mithalten. Du hast ein bisschen Sustain. Und Namis Geld auch nicht schlecht. Imperial Mandate ist auf ihr immer noch ein komplett feines Item. Das Einzige, was sie ziemlich gehittet hat, waren halt auch die Oblivion Changes. Deswegen kommt Nami, you guessed it right, ins B-Tier. Ich würde sie nicht A-Tier raten. Dafür ist sie zu Nischenpick. Mit Lucian Nami würde ich sie A-Tier picken, aber sonst ist sie nur B. Maokai Support bin ich tatsächlich auch in Low Elo immer noch Fan von. Ihr baut ihn Full Tank. Weil alle Nerfs, die Maokai in den letzten Patches bekommen hat, haben alle Full-AP-Maokai getargetet. Seine W hat immer noch einen kurzen Cooldown, seine Ultimate ist immer noch genauso schnell und broken und hat auch keinen hohen Cooldown. Ihr geht Maokai, spielt Evenshroud, Aftershock und ihr geht Full-Tank. Und dann kauft ihr Anathemas, ihr könnt von mir aus könnt ihr Redemption kaufen, Frozen Heart, ihr geht einfach Full-Tank. Kein AP. Full-Tank Maokai ist legit geil. Ihr habt auch ein bisschen Sustain
um die Lane auszuhalten. Wenn ihr gegen Range Supporter spielt, geht ihr Second Wind. Und ihr habt insanes Setup und insane CC, wenn euer Jungler ganken kommt. Ihr Flash weht und flippt dann mit eurem Q-Spell das Target, das ihr gewählt habt, nach hinten. Maokai Support bin ich big Fan, gerade in Low Elo. So, Pyke bin ich überhaupt kein Fan von. Pyke, High Skill Expression, ihr müsst wissen, wann und wie man roamt. Und Pyke ist nach Minute 25 kein Champion mehr. Außer er ist halt Faker, sein Urgroßvater. Also Pyke überhaupt keine Recommendation. Plus, Pyke wird von Rakan hardcountert und Rakan ist momentan der Gott. Nautilus. Kommt A-Tier. Same shit wie Nautilus, wie Maokai so ein bisschen. Ihr könnt die Lanes aushalten gegen Range Supporter und habt insanen All-In. Ihr habt insane Zugriff, ihr könnt gut Teamfighten. Ihr könnt euer Team so ein bisschen steuern mit eurem Engage. Ihr habt einen nicen Flank. Nautilus ist overall einfach nice und ihr habt nicht ganz so viele schlechte Matchups wie Leona. Ja, glaube ich, alles gesagt. Ja, Rakan, ich hab's angesprochen, Rakan ist der absolute Gott. Rakan ist wahrscheinlich der beste Support momentan. Mit dem neuen, besseren Heal auf dem Q-Spell könnt ihr schlechte Lanes, sowas wie Annie oder Brand, besser outsustainen. Ihr seid in Skirmish, so Teamfights dann einfach insane gut. Glaube ich, brauche ich nicht mehr dazu sagen, oder? So. Ich will niemanden übersehen, aber ich glaube, von oben haben wir jetzt dann fast alle. Ich gehe zum Schluss nochmal alle durch, sollte ich jetzt was übersehen haben. Senna. Senna habe ich absolut keine Ahnung, wo ich sie raten soll, weil Senna eine geisteskrank gute Winrate hat und ich aber noch keine nützliche Senna gesehen habe in meinen Games. Es gibt den Lethality-Build und es gibt den Full-Tank-Build. Und mein Twitch-Chat schreibt in diesem Moment, Senna ist D und die nächste Nachricht ist, Senna ist S. Ich glaube auch, actually, was Senna ist wirklich sehr matchup-abhängig. Nee, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe sie selbst nicht gespielt und ich habe kaum dagegen gespielt. Ich glaube tatsächlich, wenn wir Fasting Senna, wenn wir Senna Cho'Gath Botlane, ist legit S-Tier. Wenn ihr mit eurem Duo-Q-Mate, das ist jetzt wieder nur Leute, die dann das Video schauen, wenn ihr mit eurem Duo-Q-Mate Botlane spielt, Senna Cho'Gath ist der Shit. Ist der Shit. Wenn ihr Fasting Senna spielt, mit eurem Duo-Q-Mate, würde ich recommenden. Aber einfach so, in eine normale Team-Comp, eine Senna-Support reinzudraften, ist D-Tier. Deswegen ist sie so schwer zu raten. Ich würde sie jetzt einfach mal... Kann ich die irgendwie klonen? Kann ich sie D und S gleichzeitig packen? Senna Seraphine, wenn die Seraphine dann Mage spielt, kann auch nice sein. Ich glaube, gerade in Low Elo, wenn ihr selbst carryen wollt, wir packen sie jetzt in A. Ich meine, die Winrate lügt nicht. Die hat irgendwie 53% Winrate auf einer soliden Pickrate. Aber passt auf, pickt nicht einfach randomly einen Senna. Weil wenn ihr dann gegen einen Rakan spielt und der roamt die ganze Zeit oder gegen den Milio und der punisht ihn nicht richtig, dann outscaled er euch einfach. Aber ich würde es jetzt in A packen, einfach weil die Winrate so gut ist. Und in Lower Elo gehen die Games sowieso länger, das heißt mehr Clownfiesta, das heißt mehr Seelen. Wait, warte mal, was wir machen können, kann ich nicht noch... Fasting Duo Senna. Perfekt. Die kriegt jetzt ja in irgendeinen Rahmen. Ah, warte. Und wir machen... Wait, hä? Okay, das wird jetzt wild. Okay. Ist es, also... Ich glaube, ne? Verstanden. Fasting Duo Q Senna und Duo Q Lucian Army. Über A-Tier. Gut. Ist es A plus oder S minus? Okay, gut. Gut. Seraphine ist kein Support. Ich weiß, ich werde jetzt viel aufwenden und Seraphine Support ist viel gespielt in Low Elo. Aber Seraphine ist kein Support. Seraphine ist terrible mit Support-Items. Die Cooldowns sind zu lange. Wenn ihr Seraphine spielen wollt, dann queued für ADC. Und dann queued für ADC und baut sie auf Mage. Nur so spielt man Seraphine.
Seraphine ist kein Enchanter-Support, by the way. Ihre Cooldowns sind einfach zu hoch und dafür scaled sie mit den Enchanter-Items nicht gut genug. So. Wo sind wir? Sona. Sona ist A-Tier und Soraka ist B-Tier. Sona Ciri, zum Beispiel Sona Sivir, hat ein sehr schwaches Early-Game, aber Sona ist immer noch so ein bisschen wie der Kassadiner Supports. Gibt der Sona 200 Items? Insane. Gerade in Low Elo gehen die Champions, gehen die Games wieder länger. Sona liebt das. Du gewinnst einfach keine Teamfights mehr gegen Sona mit 3 Items. Okay. Wo sind wir? Taric würde ich in C-Tier packen. Taric hat insane Winrates, aber die ist auch ein bisschen durch OTPs inflationiert. Taric kann mit den Enchantern mitscalen. Und Taric hat auch einen sicken Teamfight. Das Problem ist nur, dass du Taric halt ein bisschen Communication mit deinem Team brauchst. Um die E abzustimmen, um die Ulti abzustimmen. Und wenn ich jetzt überlege, du spielst Taric gegen Rakan, Annie oder Blitzcrank, du hast einfach keinen Spaß. Taric ist zu langsam. Wenn du Taric gegen irgendeinen Roamer spielst, dann spielt dein Team 4 gegen 5. Und so krank ist ein Teamfight dann auch nicht. Wenn du Taric in Nautilus oder in Maokai reinpickst, ist es insane. Aber momentan spielt fast niemand Nautilus oder Maokai. Deswegen kein Big Fan. Ja, Thresh ist die nächste Support-Legende auf dem Patch. Thresh hat genau ein schlechtes Matchup und das ist Blitzcrank. Wenn ihr das nicht nachvollziehen könnt, pickt mal in einem Normal-Game Thresh into Blitzcrank. Und danach kommt ihr zu mir in den Chat und erzählt mir eure Leidensgeschichte. Kelly, vielen Dank für dein Prime. Ich muss kurz einen Schluck trinken, ich bin hier am Double-Time, ich rede so schnell und so viel. Kelly, danke für dein Prime, herzlich willkommen. Sehr lieb von dir. So. Genau, also Thresh ist auch insane, das einzige schlechte Matchup, das er hat, ist Blitzcrank. Und dafür musste Blitzcrank auch mal was treffen. Thresh, schlechtes Matchup, ist safe Veldkoss? Nee, ist Blitzcrank, for sure. Den Veldkoss kannst du unflashen. Das ist fein. Ich sag nicht, dass das Matchup gut ist, aber Blitzcrank ist schlechter. So, ja, Zyra ist auch disgusting, aber Zyra, das Thresh-Zyra-Matchup mit nur disgusting, wenn die Zyra es kann, auf einen Thresh-Hook, der auf sie zufliegt, die Pflanze zu spawnen. Und wenn wir hier von der Low-Elo-Tier-Liste von Iron bis Diamond reden, können das bestimmt nicht alle Zyras, die ihr begegnen werdet. Und auch wieder, dann pingt ihr im Jungle, dass er kommen soll, und dann flash-flayt ihr sie, und dann ist sie auch tot. So, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Swain werde ich auch oft gefragt. Ich glaube, dass Swain komplett fein ist. Ich weiß nicht, ob ich ihn B- oder A-Rate. Was hat Swain für eine Winrate? Wir machen jetzt kurz Research. Okay, was hat Swain Support für eine Winrate in Gold? Auf Support. 51,3. Okay, ich dachte, das wäre mehr. 51,1. 51,2. Was hat ein Master? 50, okay. Aber ich glaube legit, dass Swain Support geil sein kann. Ich glaube wirklich, dass Swain Support komplett gut sein kann. Aber auf A-Tier placen wir nicht. Wir placen Swain jetzt in B. Weil du scalest jetzt, wenn du gut hast, später gute Teamfights. Du kannst mit Imperial Mandate Rylaes oder von mir aus auch Shurelia Rylaes oder Moonstone Rylaes. Oder du gehst, wenn du viel Gold hast, kannst du auch die Mage Mythics kaufen. Ich glaube, dass du Swain auf so viele verschiedene Arten und Weisen spielen kannst und so viele Rollen erfüllen kannst in dem Team. Ich glaube, dass Swain sehr geil sein kann. Ihr müsst dann wissen, wie man Swain spielt. So. Tam Kench. Ich werde, egal auf welchem Account, das nächste Mal, wenn jemand Nautilus blindpickt, werde ich Tam Kench reinspielen. Ich glaube, dass Tam Kench High-Key sehr strong ist. Aber es ist halt, du kannst ihn halt nur in Melee-Supporter reinspielen. Und dann gewinnst du. Das ist ein bisschen wie Braum, nur ein bisschen schlechter. Und dein Team denkt wahrscheinlich eher, du trollst sie. Aber ich glaube, dass Tam Kench geil sein kann. Aber mehr als C kriegt er von mir trotzdem nicht. What's next? Vel'Koz. Also, wir gehen jetzt davon aus, euer Name ist nicht Super Elchi. Ich hoffe, die schaut jetzt nicht zu, sonst kriegt sie einen Koller.
Okay. Ich glaube halt, dass so. Ich glaube, Super Elchi ist mindestens A oder S-Tier. Aber ich glaube, wenn du halt nicht Super Elchi heißt, ist er halt nur B-Tier. Weil ich denke, er ist schwieriger zu spielen. Er ist for sure schwieriger zu spielen als Brand. Und in den Teamfights auch einfach nicht so aktiv, wenn du. Nicht so effektiv, wenn du kein cooles Positioning hast. Also ich glaube, dass du Weltkost ist einfach tausendmal schwerer zu spielen als Brand. Mit Brand kannst du legit Enemy Team macht Dragon, du flashst rein, ratterst mit deinem Gesicht über die Tastatur und du machst einen Triple Kill. Und stirbst dann. Aber es ist whatever, weil du 5000 Damage gemacht hast. Mit Weltkost musst du dein Geodreieck rausholen. Dann musst du schauen, wie viel Wind in der Kluft geht. Also es ist halt so schwer, die Sachen zu hitten. Gerade wenn du jetzt irgendwie Silber bist. Deswegen würde ich ihn nur B-Tier packen. Aber ich glaube, dass er auch nice sein kann. Okay. Ja, Xerath ist, würde ich genau dasselbe wie Vel'Koz sagen. Ich meine, er ist schon nice. Aber spiel einfach Brand oder Lux. Ist einfach besser. Yuumi. Yuumi sitzt bei der Whoppingly 46% Winrate. Spielt sie einfach nicht. I don't know. Spielt sie einfach nicht. Ich weiß, Yuumi ist einfach ein Einsteiger-Champion. Wenn ihr mal reinschnuppern wollt, wie Botlane läuft, wie es da so zugeht, spielt Yuumi, aber. Okay, Zyra. Zyra würde ich persönlich. Nee, ich kann keine Zyra in A-Tier packen, oder? Zyra hat einfach. Zyra fehlt ein Buff. Ein kleiner Buff, der ihr ein bisschen mehr Damage auf der Ulti gibt. Und ich pack sie in A-Tier. Wobei ich glaube halt, du kannst als Zyra gegen den schlechten Thresh oder gegen einen schlechten Rakan. Okay, schauen wir mal nach unten. Denken wir, dass Zyra besser ist als Karma? Ah, irgendwie nicht, oder? Denken wir, dass Zyra besser ist als Vel'Koz? Ja, würde ich sagen. Zyra ist besser als Lulu. Oh, weiß ich nicht. Zyra besser als Amumu. Ich glaube, in Low Elo. Oh mein Gott, mir dreht's alle Zehennägel auf, aber ich glaube, wir könnten sie fast A-Tier halten. Sie ist halt leicht zu spielen. Sie ist halt super leicht zu spielen. Ja, zwischen B und A kann halt so viel passieren. Sie ist halt super leicht zu spielen. Nee, ich kann es nicht übers Herz bringen. Ich kann keine Zyra in meiner Tierlist in fucking A-Tier packen. Aber sie ist auch nicht so schlecht wie Braum. Okay, komm, wir lassen sie A und wir reden nie wieder drüber. Wir lassen sie A und wir reden einfach nie wieder drüber. Zilean ist C-Tier. Weil Zilean ist einfach. Zilean ist ein insaner Champion. Aber er macht einfach gar nichts. Also Zilean hat. Selbst wenn er den Full AP baut, baut ihn bitte nicht Full AP, baut ihn einfach Enchanter aus Support. Aber Zilean hat einfach keine Laning Phase. Und später habe ich auch lieber einen Milio oder eine Janna als einen Zilean. Ich bin kein Zilean-Fan. Und es kommt noch dazu, dass Zilean noch gar nicht so leicht zu spielen ist, wie euch das jetzt vielleicht denkt. So. Haben wir jetzt einen von den rein wirklich von den Main-Supportern übersehen? Also ich will jetzt nichts von einem On-Support hören. Aber von den Main-Supportern haben wir jetzt, glaube ich, alle, oder? Zyra hat 52% Winrate in Low Elo. Wait, habe ich nicht Zyra? Doch. Wow. Was? Okay, aber das ist dieses eine One-Trick. Das ist dieses eine One-Trick. Ja. Das ist Rampant Growth. Nein. Zyra ist nicht wirklich da. Für
für Challenger gibt es leider keine Daten, in Challenger spielt sie niemand. Ja, ja, das sind halt alles keine Games hier, es sind 17 Games. Ja, lass mich in Ruhe, sie ist doch eh schon AT jetzt, lass mich in Ruhe damit. Zu welchen Nischen-Supports, ich meine, nee, Silas ist kein Support. Silas akzeptiere ich nicht. Anivia akzeptiere ich nicht. Shaco akzeptiere ich nicht. Also ich meine, ihr könnt den Bums spielen. Aber eigentlich müssen wir Timerdinger doch fast mit reinnehmen, oder? Wenn wir die anderen Mages alle drin haben, bloß damit die Leute dann sagen. Aber ich bin kein Heimerdinger-Fan mehr. Du machst einfach zu wenig. Und die anderen Mages, gegen Annie kannst du nichts machen. Heimerdinger ist legit nur noch C. Pantheon wäre ich gewillt. Wenn ihr... Ich glaube, dass Pantheon Tristana Duke, you Botlane, fun as fuck ist. Was hat Pantheon für eine Winrate? In Gold, komm, Pantheon Support. Alter, was macht ihr denn in Gold? Was macht ihr denn auf der Botlane, dass Pantheon die vierthöchste Winrate hat? Was macht... Oh, ist es Mitte? Ups. Okay, dankeschön. Danke. Jetzt flame ich meine Gold-Homies nicht mehr. Gut. Nee, okay, ja, 48%. 47. 46. 47, okay. Beantwortet. Also wenn ihr mal mit eurem Freund oder eurer Freundin nach der Schule, nach der Uni ein bisschen chillen wollt, dann glaube ich, ist Pantheon Tristana, Duke Q Botlane, ist bestimmt witzig. Und damit kann man auch bestimmt Games carryen. Aber ja. So. Also, nehmen wir nicht mit rein. Was habt ihr noch für Fragen? Kommt, haut eure Off-Meter-Supports raus. Was ist mit Gragas? Gragas ist einer der besten Champions im ganzen Game momentan. Auf drei Rollen und Support gehört nicht dazu. Weil Gragas ist A, extrem schwer zu spielen und B, braucht er Items. Die Bomber-Momente, die ihr aus irgendwelchen Stream-Highlight-Clips kennt, die kriegt ihr nur, wenn ihr drei Items habt. Und ihr bekommt als Support keine drei Items. Also kein Gragas-Support. Elise, ja, wenn ihr Argurin heißt, ist es S-Tier. Wenn ihr zufällig nicht Argurin heißt, dann bitte nicht. Twitch. Twitch-Support ist ein Ding. Twitch-Support ist actually ein guter Call. Wir schauen uns kurz die Winrate an, aber Twitch-Support ist ein Ding. Ja, Twitch-Support in Gold. Ja. 48. 46. 42? Gut. Hat es eure Fragen zu Twitch beantwortet? Nee, wir nehmen kein Twitch mit rein. Das ist eine Low-Elo-Tierliste. Twitch-Support ist ein Ding, man kann es spielen, aber tut's einfach nicht. Poppy. Poppy wäre in der Tank-Support-Meta, ist der Champion, glaube ich, legit gut. Und Poppy ist auch ein somewhat... Also, Rakan hat schon keinen Spaß, wenn der Poppy im Game ist. Aber das war's. Also, und auch dann, Rakan wird immer Mittel und Wege finden, in den Teamfights zu scheinen, und ihr steht dann daneben und seid einfach eine useless Poppy. Set Support ist ein Hardcounter zu Nautilus und auch zu Leona. Aber Nautilus und Leona sind auch nicht so geil, und Set ist auch wieder schwerer zu spielen, und Set fällt ab Minute 15, gefühlt. Also empfehle ich auch niemanden. Würde ich jetzt nicht in eine Low Elo Support Tierliste nicht mit reinnehmen. Vega Support ist actually eine sehr gute Frage, weil das ist auch ein Rakan-Counter. Mal schauen, was die Winrate sagt. Gut, habt ihr eure Antwort. Oh, Sackgott. Es hat natürlich irgendwelche da. Scusi, haben ein Paket bekommen.
Okay, wo waren wir stehen geblieben? Vega Support. Ja, bin ich ja auch kein Fan von. Ihr werdet mit Vega Support in Solo Queue nie Damage machen. Das ist ein reiner Utility Pick. Ich bin kein Fan. Und ich würde es also, nee. Ich spiel einfach Brand oder Zyra, was weiß ich. Ken Support ist auch scheiße. Okay, gibt es noch irgendwas, was ich empfehlen würde, was man machen könnte? Anivia ist scheiße, Shaco ist scheiße. Galio. Nee, Galio ist auch kacke. Das Ding ist, dass Galio auch einfach keine Eigeninitiative hat. Du brauchst als Galio Setup. Wenn ihr schaut, in der Prime League gibt es ein, zwei Leute, die Galio Mitte spielen. Ein, zwei Teams gibt es ja, zum Beispiel Big spielt Galio Mitte mit Kamin. Und die draften dann aber einen Jarvan oder eine Camille dazu, damit diese Ulti hittet, weil die Ulti sonst einfach nicht hittet. Und du hast kein Engage, weil du die eh nicht mehr einflashen kannst. Und die eh niemand mit einer halben Hirnzelle wird sich jemals von einer nackten Galio eh auf Botlane treffen lassen. Deswegen. Nee, Nico nehme ich auch nicht mit rein. Das ist zwar kacke, nachdem ich gerade von einer gekleppt wurde. Apinasus Wemex, danke next. Sinch, nein. Fiddle Support, auch eher nicht. Jhin Support, nee. Jhin war damals nur ein Counterpick gegen Heimerdinger. Aber jetzt ist Heimerdinger tot und nicht mal der Counterpick hat wirklich funktioniert. Jarvan, nee. Jarvan ist dasselbe. Jarvan Support wäre legit gut, aber das als Sonyas teurer wurde, das hat ihn sehr gefickt. Orianna, nee. Orianna ist immer so ein netter Gedanke, weil eigentlich würde das Kit von Ori schon passen. Aber es gibt einfach 1000 Champions, die dasselbe machen, den 1000 Mal besser. Twitch und Poppy habe ich schon gesagt. Ivan ist halt. Legit, gibt's irgendjemanden von euch, der Ivan Support maint? Belveth Support ist nur gut, wenn ihr High Elo seid und wenn ihr wirklich wisst, wie dieser Champion funktioniert und was sie macht. Wenn ihr in Silber Belveth lockt, werdet ihr Inten und euer Team wird von Anfang an tilten. Also ich glaube, dass Ivan Support Potenzial hat. Aber wir nehmen das jetzt hier nicht mit rein. Ich habe letztens was von Zac Support gehört. Zac Support ist halt sehr cringe in der Thresh-Meta. Weil Thresh hardcountert Zac. Und Janna auch. Die ganzen ADC-Supports, die Meta, die haben wir verabschiedet. Das hat sich erledigt mit den Support-Item-Nerfs und einfach mit dem Meta-Shift. Bin Ivan Main, aber Ivan Support? Magst du mal dein OPGG linken, wenn du Ivan Support mainst? Ich will mal ein OPGG von einem Ivan Support Main sehen. Läuft MF Support noch? Nee. Gibt's da jemanden? Nee, Jungle Main. Ja, das ist ja langweilig. Nein, Zoe, Shaco, Abstand. Wenn ihr ein Shaco One-Trick seid, das aus Versehen Support autofilled wird, dann spielt euren Shaco Support. Aber wenn ich einen von euch schlingeln sehe, wie er als normaler Supportman den Shaco Support einloggt, dann gibt's was auf dem Popo. Nee, Galio Shit, haben wir schon drüber geredet. Es gibt doch ein Duo, das nur Ivan Rengar ballert. Ja, das ist, glaube ich, auch fucking broken. Teemo, nee. Spiel mal eine Runde Teemo gegen Annie. Oder gegen Thresh. Oder gegen irgendwas, gegen Brand. Pantheon haben wir schon drüber geredet, Twitch haben wir schon drüber geredet, Gragas haben wir schon drüber geredet. Shen Support war damals nur gut, als Alistar so komplett broken war, weil Shen so ein bisschen Alistar hardcountert hat, weil das Autotech-Feld von Shen die Alistar eh blockt, aber weder Alistar ist noch gut, noch Shen. Vex ist shit, Zed hatten wir schon, Anivia hatten wir schon. Zion ist dasselbe, wenn du ein Zion-Main bist und du wirst Support-Autofilled, spielst, aber nicht normal. Warum ist Morgana so schlecht? Morgana hat keine Passive und kein W-Spell. Und jeder Rentner, jeder Vollidiot kann eine Morgana Q sidesteppen, weil dieses Ding so langsam ist. Vor allem jetzt in Season 13, wo alles so mobil ist, sind deine Q und deine Ulti so schwach. Anivia, to be honest, ist nicht schlecht. Okay, ich bin ein Mann des Volkes. Ich lasse mich gerne überzeugen. Wir schauen uns die Winrates an. Mhm. Also ich bin jetzt kein Mathematiker, aber 45% Winrate. Oh, what? Okay, 51. 48. Okay, nur Goldspieler können Anivia Support spielen. Nee, aber ich glaube, das Anivia ist einfach zu clunky. Warum überhaupt? Wie kommt ihr überhaupt auf Anivia Support? Warum sollte das gut sein? Ich meine, Anivia muss scalen. Du brauchst das Anivia Items und Level. Und das kriegst du auf als Support nicht. Ich glaube, dass Amnivia mit in Low Elo schon nice ist.
Die Wall plus die CC, ja, danke. Ich kenne das Anivia Kit selbst. Aber wisst ihr, was auch CC hat? Legit jeder andere Champion in dieser verfickten Tierliste. Also, stellt euch mal vor, ihr spielt Anivia gegen Rakan. Was macht ihr da? Ihr werdet einen Rakan niemals CC'en und der Rakan roamt und hat die ersten 5 Kill Participations, bis ihr eure erste Q getroffen habt. Also, nee, nee, Anivia sehe ich nicht. Also, ich sag, Swain hat 1000-mal mehr Potenzial. Talia, Syndra, nee. Auch beides nein. Ja, okay. Ich glaube. Warum ist Soraka nicht mehr A oder S? To be honest, ich kann es nicht mehr wirklich begründen. Was hat sie denn für eine Winrate? Es fühlt sich, Soraka ist einfach nicht so geil. Die Teamfights sind nicht mehr so explosiv. Ich weiß nicht, Sona ist einfach besser. Wenn du einfach nur chillen willst, ich meine, Soraka spiked halt ein bisschen früher. Ich meine, eigentlich hätten die Anti-Heal-Änderungen ja gut sein sollen für Soraka. Aber Soraka ist irgendwie komplett rausgedippt auch. Die Teamfights dauern jetzt halt ewig lange. Und in längeren Teamfights mit Hypercarries ist eine Sona einfach viel besser als eine Soraka. In Low-Elo-Roam kein Supporter, by the way. Ja, das ist genau der Grund, warum sie Low-Elo sind. Weil Supports, die roamen, sind dann nämlich nicht mehr Low-Elo, verstehst du? Sobald Supports in Low-Elo verstanden haben, wie man roamt, sind sie nicht mehr Low-Elo. So. Ich denke, jetzt sind wir gut. Ist Sona eine gute Antwort auf Melio? Beide scalen einfach? Ja. Ja, Korax. Ist komplett solide. In Melio Sona reinpicken ist, glaube ich, sehr chill. Genau, und Sona ist auch 100-mal einfacher zu spielen. Das ist auch ein gutes Argument, ja. Kannst du mir erklären, warum Yumi so schlecht findest? Naja, weil Yumi 46% Winrate hat. Yumi ist einfach schwach. Ich meine, man muss sagen, die Yumi Winrate ist maybe auch künstlich ein bisschen so niedrig, weil viele Leute sie first-timen oder auch einfach trollen auf ihr. Aber ich weiß es nicht. Ich habe ewig keine Yumi gesehen. Und ich bin auch froh, dass niemand Yumi spielt. Ich will auch niemanden anregen. Ich schaue mir mit Bronze, wahrscheinlich mache ich es falsch. Vivi, ohne dir zu nahe zu treten zu wollen, probably. Okay, ich denke, wir sind fertig mit der Tierlist. Einmal, okay. Twitch-Chat, ihr habt jetzt noch einmal die Gelegenheit mitzumischen. Welcher Champion stört euch am meisten? Ja, wobei, da werden jetzt 1000 Sachen. Was stört euch am meisten an dieser Tierlist? Ich glaube, die Lux. Lux passt schon. I mean, das B-Tier ist halt all over the place. Tix ist nicht da, Yumi, wo Ivan, kein Gragas, Xerath auf B. Nee, Xerath ist nicht höher als B. Ja, Senna ist halt sauschwer zu raten. Da brauchen wir nicht drüber reden. Renata C ist zu low. Syra, Lulu. Nee, das passt schon alles. I mean, maybe ist Lulu wirklich A. Aber nee, Lulu ist nicht A. Nein, Lulu ist. What? Okay, Tichet jetzt. Nee, Zilean passt auch. Seraphine ist genau da. Seraphine ist kein Support. Warum Leona B? Das habe ich schon gesagt. Schaut euch das YouTube-Video dazu dann an. Ich will jetzt nicht hier tausendmal dasselbe faseln. Renata A, ja. Genau. Was ist dann eigentlich viel besser als an Karma? Alles. Annie spiked, also ich weiß nicht, Annie macht alles besser. Du hast insane Damage, ein insanes Schild, du hast AOE, Teamfight, HCC plus Burst. Und du kannst auf, du slowst, du permaslowst das komplette Enemy Team mit Riders. Außer AOE Shield. Ja, aber das AOE Shield ist nicht gut. Also wenn du mit dem AOE-Shield argumentierst, dann spielst du einfach Sona. Die teamfightet besser, oder Janna? Lux mit Ludens? Ja, mit Ludens oder Imperial Mandate, wenn ihr die Budget-Version spielen wollt. Tarik ist auch übel broken. I'd like to disagree. Tarik hat eine niedrige Playrate, hat viele OTPs spielen ihn. Und was machst du gegen Range-Supporter? Ich meine, klar, scalest du, aber du brauchst Koordination und er ist nicht so easy zu spielen. Ich bin kein Tarik-Fan. Ash könnte ich mir B vorstellen. Nee. Nehmt bitte Janna runter in Gold in die nur. Ist Janna nicht legit einer der besten Winrate-Champions in Low Elo? Oder täusche ich mich?
Oh nein, ist sie nicht, lol. 49. Wait, what? Sind die Leute so bad auf Janna? Hä? In Master Plus 55 und in Silber 49. Was machen die Leute da? Janna ist doch nicht so schwer. Nee, ich werde aber Janna nicht runternehmen. Dann sollen die Leute lernen, Janna zu spielen. Janna ist insanely gut. Und auch nicht so schwer zu spielen. Okay, aber ich glaube, all in all lassen wir den Bumser zu. Ich mach mal kurz einen Screenshot. Soll ich's tweeten? Oh Gott, Twitter ist immer schwierig bei sowas. Weil, nee, am schlimmsten sind die YouTube-Kommentare. Morgana ist hier. Ja, Morgana ist S-Tier. Ich hab die Tier das aus Versehen falsch rumgemacht. Morgana ist eigentlich S-Tier. Ertappt. Warte mal ganz kurz. Was für ein Patch haben wir eigentlich gerade? 13.6. Arden Sensor Morgana OP. Was heißt Fasting Duo Q mit Senna? Also Duo Q ist Duo Q. Das wissen wir hoffentlich alle. Und Fasting Senna ist, du spielst mit einem Bruiser Botlane und er farmt und du farmst nicht. Du spielst mit, also ich würde es mit Cho'Gath empfehlen, du spielst mit einem Cho'Gath Botlane, der Cho'Gath farmt und alles, was du machst, ist traden und fighten, um Stacks aufzubauen. Und wenn du eine W hittest, kann der Cho'Gath mit Q follow-upen oder andersrum, mit der Cho'Gath Q kannst du mit W follow-upen und ihr habt einen Kill. Morgana Kid ist einfach besser als jeder Season 12-13 Champ. Ja, deswegen ist sie auch S-Tier. Nee, ich argumentiere da nicht, schaut euch das Video an. Also Morgana ist wirklich Dogshit. So, ich hole mir jetzt ganz kurz irgendwas zu essen, ich bin gleich wieder da. Warte, actually, erst tweeten wir das, dann können wir uns dann können wir gemeinsam Twitter-Kommentare analysieren. So, was schreibe ich denn dazu? Oh, shit! Wait, das war auf Twitch. Okay, dann kann ich auch nicht dafür gebannt werden. Gut, gut, gut. Twitch-Chat. Hä? What the fuck, Twitter? Twitch-Chat hat mich gezwungen, eine... Okay, ich nenn's nicht Loilo. Eine... Keine Ahnung. Iron bis dir. Twitch hat mich gezwungen, eine Support-Liste zu machen. Okay, warte, ich muss kurz. Ich habe immer Angst, dass ich meine, dass ich irgendwas leake, wenn ich in meine Dateien gehe. Deswegen. So. Okay, Iron tun wir nicht rein. Wir machen Silber bis Dia, weil davor ist eh alles egal. Wenn man Silber bis Dia, das ist gut, weil davor könnt ihr auch fucking. Dann könnt ihr euren Nase-Support spielen. Ich adde euch auch, okay? So. Ja, kann man so machen, oder? Ist tatsächlich der erste Stream, den ich von dir gucke, in dem du nichts geleakt hast. Das ist nicht wahr, ich habe vorhin schon was geleakt. Aber danke dir für dein Vertrauen. So, ich hole mir jetzt ganz kurz wegen Müsli, ich hab Hunger. Ich bin gleich wieder da. Warte, ich glaube, Twitter ist ein bisschen risky, euch zu zeigen. Ja, gib mir kurz eine Minute. Wahrheit oder Pflicht wäre hier mega gewesen. Imagine, jemand hätte Wahrheit oder Pflicht eingelöst und gemacht irgendwie, pack Morgana ein S hier oder so. Es wär so fucked.
So. Okay, was sind das für Janna-Runen? Oh, die sind wild tatsächlich. Agreed. So. Hat sich schon irgendjemand beschwert? Da fehlt Azir. Ah, ihr seid unmöglich. Okay. Wait, auf wie viel AP bin ich eigentlich? Wir haben heute Minus gemacht, ne? Oh ja, gar nicht wenig sogar. Wieder liegt? Was habe ich denn gelegt? Ich lieg hier gar nichts, lass mich in Ruhe. Moin, wie entscheidest du, wann du welches Mythic auf Thresh kaufst? Du mir immer Radiant Virtue, kannst du auch machen. Also, es ist für mich ist es Radiant Virtue oder Evenshroud. Radiant ist halt die defensive Variante und Evenshroud die offensive. Wann roamst du wie? Das ist nichts, was ich in zwei Sätzen im Twitcher zusammenfassen kann. Dafür habe ich, glaube ich, 12 Jahre Support gespielt und ich weiß es immer noch nicht richtig. Brauche immer noch eine Meinung zu Aatrox auf Tank Supports gegen immobile ADCs. Ja, aber spiel doch einfach Blitzcrank oder Nautilus gegen immobile Supports. Warum willst du denn Aatrox spielen? You are Balenciaga, Harry. Wieso kriege ich das an? Hä? Aber warum fühlt... Hä? Aber dann schreib doch, was du nicht fühlst! Ach, ihr geht mir alles auf den Sack. Ich weiß nicht, was ich bannen soll. Daya ist schon weg. Ah, Kane. Selber, Erik, danke. Natürlich mag ich euch noch. So ein bisschen. Moin Manuel. RIP Thresh Laterne. Das ist mal ein Kommentar. Ich hasse Palgas. Fuck, hätte ich mal kennengelernt.